bist zurück? Ich meine, natürlich. Hey, ich wusste doch, dass du das schaffst. Habe ich doch immer gesagt. Ich sehe schon, dass du noch nicht genug hast. Sonst hättest du nicht auf diesen Schimmer in deinen Augen. Ziehen wir also weiter. Dort draußen sind noch einige Powersterne verborgen, Steuermann. Du hast recht, Luba. Und herzlich willkommen, Leute, zurück zu Super Mario Galaxy 2. In der Oh, liebes Bruderherz. Herzlichen Glückwunsch, du hast schon einige Powersterne gefunden. Ich bin bereit mitzumachen. Wenn du mit mir tauschen möchtest, halte nach dem L auf dem Raumschiff Ausschau. Dann übernehme ich, dein Luigi. Oh, okay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall, in der letzten Folge haben wir... Naja, da waren wir eben in Welt 6 und haben dort diesen bösen Unhold besiegt. Hier drinnen im Bowser's Galaxiengenerator. Und heute hätte ich mir vorgestellt, da ist ja noch eine weitere Welt. Nämlich die Welt S. Hui, ja, ihr wird schon Angst. Luba, was für eine Überraschung. Das sieht mir ganz nach der berüchtigten legendären Welt aus, die als verschollen galt. Anscheinend gibt es hier noch weitere versteckte Powersterne. Also dann, begeben wir uns auf die Suche, Steuermann. Okay, warum nicht? Hey, Venture Dolls, Pixel Mario Galaxy. Und da braucht man 75 Sterne. Ja, das wird sich schon irgendwann ausgehen. Und da oben, oh Gott, 2000. Na gut. Ah, und die Musik. Ah, wunderschön. Naja, auf jeden Fall, Pixel Mario Galaxy, so sei es. Aus Mario zur Pixel Mario Galaxy, was will man mehr? Ein klitzekleines Klempnerproblem, okay. Wie sieht denn die Welt aus? Okay. Ah, ich verstehe schon, was es geht. Sieht einfach aus. Aber wenn man nicht aufpasst, dann ist es einer der etwas schwierigeren Sterne. Der Stern taucht hier auf, okay. Lass sie regeln. Auf jeden Fall, diese Plattformen, diese grünen hier, verschwinden, wenn man drauf tritt. Und, naja, das System kennen wir eh schon. Deswegen, ja, gibt es eigentlich nicht viel dazu zum sagen. Außer, schau, dass alle Felder gelb werden. Deckung. Dann mache ich mal so einen Weg. Und dann so. Da einfach durch. Oh, sollte sich gut ausgehen. Ja, da bin ich fertig. Da auch. Da drüben ist die Kometenmünze. Da unten sind auch noch Sternenteilchen. Okay. Währenddessen hole ich mir das einmal. Und das Ding stört. Aua. Hey, das ist böse. Kann der aufhören? Der stört auch, okay. Dann lande ich mal da, weil... Oh Gott. Und, hey, der Stern ist schon da. Wow, okay. Ja, so schnell kann es auch gehen. Lieber kurz warten, jetzt ist eh egal, wo man draufsteht. Sternenmünze, ganz wichtig. Und lieber nicht in die Lava einfallen, weil sonst verbrennt dir verschiedenste Körperteile und das wollen wir ja nicht. Aber hey, ein Stern ist ein Stern, oder? Ja, ein recht schneller Stern, ziemlich einfach, meiner Meinung. Aber wenn man nicht aufpasst, dann ist er wieder schwer. Also kommt drauf um, wie man den umgeht. Umso vorsichtiger, umso einfacher würde. Auf jeden Fall eine Münze erhalten, okay. Und ja, wir können zwar weiterfliegen, aber nicht zu weit. Also nicht so weit, dass wir gleich zur nächsten Galaxie kommen. Dafür braucht man noch ein paar mehr Sternchen und... Was? Im Ernst? Klein Bowser's Galaxiengenerator, ein Schabernack-Komet. Okay. Nicht hinterfragen, einfach weitermachen. Naja, jetzt gibt's leider nichts mehr in Welt S zu tun und deswegen hätte ich mir gedacht, ich räume mal von hinten auf.
Nämlich nehmen wir jetzt in Welt 3 diesen Stern hier vor. Nämlich in Bowser Juniors Angst-Armada. Oh, die Angst-Armada, oh Gott. Ja, da denke ich mir, ja, der Kometenstern klingt nicht so schlecht. Und deswegen, hey, warum nicht? So, wie heißt der? Risikokomet. Blessluft, Polterer, Panis. Ui, Risikokomet? Ah, ich verstehe schon. Ja, wird interessant. Gibt's nicht viel zu sagen. Risikokometen haben wir, glaube ich, bis jetzt nur einen gehabt. Die Sternenteile nehmen wir mal alle. Und hallo du! Die kenne ich noch von irgendwo her. Ich glaube, es ist nicht so viel Folgen her. Hast du nicht genug? Ich werde dich von meinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Du bist also für uns einen großen Stern hier. Ja, ich glaube, den Text hast du vorher schon mal gesagt. Aber die Cutscene hat damals nicht so gut funktioniert. Diesmal, ja, ich glaube, mein Computer mag mich. Ja, es sieht gut aus. Auf jeden Fall, Yoshi ist da ganz wichtig, wie wir vielleicht noch wissen. Und, wieder ein bisschen in Deckung gehen, ein bisschen warten und zack. Ah, das war knapp verfehlt. Okay. Warte nochmal. Obwohl. Deckung. Das war ein kleiner Fehler, aber das macht nichts. Denn ich hab sowieso vor, dass ich auf die Rückseite gehe und da einmal so mache und so und hoffe, dass ich triff. Na ja, schade. Da hat es mir letztes Mal besser gelungen. Auf jeden Fall gehe ich diesmal wieder auf die Rückseite, weil ich mag es ziemlich gern, wenn die Rückseite vorher schon weg ist, bevor dass man sie auf die Vorderseite dann schlussendlich konzentriert. Übrigens, diese Kugelwelle sollte man nicht zu lange im Mund von Yoshi behalten, weil sonst explodieren sie im Mund und das. Es würden Yoshi, glaube ich, nicht so gut fassen. Auf jeden Fall, alle drei Dinge sind zerstört. Wir haben gerade keinen Schaden genommen. Und ja. Ja, die brauche ich nicht. Aber die. So, da müssen wir kurz springen und nochmal und raus. Fast, Treffer 1. Da ist das weg, das stört ein bisschen. Aber nicht allzu viel. Den brauche ich nicht. Der muss her. Und zack. Das war Treffer 2 und damit auch schon der Tod von Bowser Jr. Naja, zumindest flüchtet er in dem Fall, aber hey. Und wie man da sehen kann, naja, großer Stern, haha. Dass ich nicht lach. Ein normaler Stern ist es noch. Naja, aber normaler Stern ist auch ein Stern. In dem Fall sogar Kometenmünzenstern. Oder Kometenstern. Und das mit Yoshi, yeah! Puh, okay. Damit war's das auch für die Angst-Armada. Yep, Galaxie komplett. 29 Sternenteilchen und. Ui, wirklich? Okay. Ja, das könnte man auch besser auf, weil das ist einer der Sterne, vor denen ich wirklich Angst habe. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben 29 Sternenteile bekommen. Ja, schaut so aus. Irgendwas mit 9 haben wir auf jeden Fall bekommen. Und wir haben so einiges an Sternenteile derzeit auch. Also, höchst interessant. Auf jeden Fall, was kommt jetzt dran? Ich schaue mir noch ganz kurz in Welt 3 um, denn Flammwandler-Galaxie. Ja, den kalte man ein bisschen auf, aber Gruseläther, Frostflocken, Gruseläther mache ich. Denn da will ich ganz, ganz geschwind den zweiten Stern abholen. Einfach, weil ich kann. Glaube ich.
Bezwinger des Spukkorridors. Okay. So, die Frage ist, welcher Stern ist es jetzt tatsächlich? Mhm. Oh, dieser ist es. Okay. Auf jeden Fall, ein interessantes Detail zu dieser Galaxie. Im letzten Stern ist nämlich diese Plattform da wo ich gerade draufstehe, ist in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Und dieses Mal fährt nach vorne. Vorher hat es nach hinten gefahren. Also für alle, die das nicht beim ersten Mal mitgekriegt haben. Ja. Jetzt wisst ihr das auch. Auf jeden Fall, was haben wir da? Ein Schild. Die Behus tun dir nichts. Schauen ihm bloß nicht in die Augen. Niemals. Okay, niemals in die Augen schauen. Okay, lauf Mario, lauf! Na gut, ich verschwinde einfach. Ist glaube ich besser und schneller. Und oh, Checkpoint. Das schadet nicht. Hey, Buhu. Oh, nicht in die Augen schauen. Das war schlecht. Hoffentlich kommt keiner her. Da ist keiner da. Na, nicht in die Augen schauen. Naja, eigentlich sollte man ja in die Augen schauen. Weiter und bleiben stehen, Sweeto. Ist eine nette Sache, wie man ein bisschen Zeit sich selbst verschaffen kann. Zum Beispiel, wenn eine Plattform nicht daherkommt oder dergleichen. Auf jeden Fall, schauen wir mal weiter. Oh, noch ein Checkpoint. Und eine Plattform, die sich bewegt, während da solche Dinge das Ganze ein bisschen zusätzlich erschweren, ist ziemlich blöd. Aber schaffbar. Ja, denn ich bin schon wieder weiter. Sehr gut. Dann haben wir da diese Dinge und wow, das war knapp. Aber stört mich nicht, denn ich bin eh schon durch. Übrigens, was Interessantes, auf die Dinger kann man auch drauf springen, ohne Probleme. Und auch noch einer, oh Gott. So, da springe ich einfach jetzt und hoffe, dass ich keine Fehllandungen mache. Da springe ich auch und sollte schon passen. Hey, geht's denn mir so oder bin ich so schnell? Schau mal auf die Zeit. Nein, ich bin so schnell. Das war jetzt der dritte Stern in dieser Folge, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, 75 Sterne. 52 Sternenteile, ein paar Münzen. Ich werde es später sicher noch gut gebrauchen können. Und hey, ein Stern geht sie sicher noch aus. Und dieses Mal mache ich den nicht in der Welt 3. Denn ich glaube, ich bin ziemlich fertig für dabei mit Welt 3. Diesmal mache ich Welt 4, nämlich. Hey, wenn er schon da ist. Ah, nein, ich glaube, das ist ein bisschen ein längerer, deswegen lasse ich das jetzt aus. Biskuitboden, bin ich mir gerade nicht sicher, was das ist, aber ich mache es einfach. Hey, wenn er da ist. Auf jeden Fall. Wie heißt der Stern? Er leuchtet einen Weg zu den wirklich lila Münzen. Na gut, wenn ich schon ausgewählt habe. Oh je. Die alle einsammeln. Okay. Ja gut, ich habe doch ein bisschen eine längere Galaxie ausgesucht. Aber hey. Sammle alle lila Münzen. Okay. Kein Problem. Alle? Klingt okay. Klingt okay. Auf jeden Fall, da haben wir wieder diese eine Frucht, die was wir eh schon kennen. Nur für Yoshi gedacht. Alle Münzen einsammeln, ach, kein Problem. Aber ich sehe kein einziges Sternenteilchen, das irritiert mich gerade ein wenig. Kurzer Rückzug. So, und weiter geht's. Da springe ich einfach drüber. Da auch, ein Leben schadet nicht. Ja, das war knapp. Da mache ich noch einen Rückzug, weil ich will nicht unbedingt sterben jetzt in dieser Galaxie. Wird mir gar nicht passen, aber wo sind jetzt wirklich die Sternenteile? Das passt. Yoshi? Mach keinen Blödsinn. Okay, ja, sehr gut.
Ja, das bleibt hier. Okay. Dann schaue ich mal ganz kurz. Habe ich was vergessen? Nein. Sind irgendwo Sternenteile? Nein. Okay. Na gut, dann ist das doch ein etwas schnellerer Stern. Also schneller wie zumindest der normale Stern von dieser Galaxie. Oh Gott, das war knapp. Die Plattformen bleiben eh. Das ist okay für mich. Sehr gut. Und da brauche ich wieder diese Frucht. Weil sonst habe ich ziemlich Probleme mit dem zum Einsammeln. Aber hey. So, was haben wir dann hier? Ah, okay, verstehe schon. Nämlich, da oben sollte eine Frucht sein, die ich nicht erwische. Okay, diesmal schon. Ja, Yoshi. Mach keinen Blödsinn. Okay, die Plattform bleibt eh, egal was passiert. Ah, da ist die nächste, sehr gut. Eins, zwei und da vorne ist die letzte, sehr gut. Hey, und der Stern ist auch schon da. Ah, das ist ja schnell gegangen. Ist da noch irgendwas Geheimes? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ah, schaut nicht so aus. Na gut, Yoshi. Hey, ich glaube, ich habe jetzt zwei Yoshi-Sterne in einer Folge gemacht. Ja, warum nicht? Warum nicht? Auf jeden Fall ein weiterer Stern. Das macht jetzt Stern Nummer 4 für diese Folge. Und Galaxie ist auch komplett. Sehr gut. Und, okay, ein neuer Schabernack-Komet in der Gruseläther. Das hätte ich mir nicht gedacht. Auf jeden Fall, eine Sache will ich noch herzeigen, bevor wir jetzt auf Wiedersehen sagen, nämlich dieses Tor hier. Da steht ein L. Luigi. Luigi Time! Und ja, jetzt steht da ein M. Also, wenn man tauschen will zwischen Luigi oder Mario, sucht man einfach nur das Tor auf und ja, geht man rein und dann tauscht man auch schon. Aber ich werde die meiste Zeit mit Mario verbringen, weil es heißt doch Super Mario Galaxy. Obwohl noch immer mehr oder weniger das Jahr des Luigi ist, aber ja, ich weiß nicht, Mario gefällt mir irgendwie gerade im Moment ein bisschen besser. Aber das ist meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich voll super über ein Like freuen. Und wenn ihr immer auf dem neuen Stand bleiben wollt, dann wäre Abonnieren auch gar nicht so schlecht. Und damit sage ich auch schon wieder Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Super Mario Galaxy. Viertens.